Es war in den 1830er Jahren an einem Oktobernachmittag, als ich bei starkem Unwetter auf einem nordfriesischen Deich entlang ritt. Zur Linken hatte ich jetzt schon seit über einer Stunde die öde, bereits von allem Vieh geleerte Marsch. Zur Rechten, und zwar in unbehaglichster Nähe, das Wattenmeer der Nordsee. Zwar sollte man vom Deiche aus auf Halligen und Inseln sehen können, aber ich sah nichts als die gelbgrauen Wellen, die unaufhörlich mit Wutgebrüll an den Deich hinaufschlugen und mitunter mich und das Pferd mit schmutzigem Schaum bespritzten. Dahinter war nichts als wüste Dämmerung. Ich fror. Meine Hände konnten kaum mehr den Zügel halten. Die Nachtdämmerung hatte begonnen und schon konnte ich nicht mehr mit Sicherheit die Hufe meines Pferdes erkennen. Keine Menschenseele war mir begegnet. Ich hörte nichts als das Geschrei der Vögel und das Toben von Wind und Wasser. Was ist denn das? Es schien mir auf dem Deiche etwas entgegenzukommen. Immer deutlicher, wenn der halbe Mond ein karges Licht herabließ, glaubte ich, eine dunkle Gestalt zu erkennen. Und bald, da sie näher kam, sah ich es. Sie saß auf einem Pferde, einem hochbeinigen, hageren Schimmel. Ein dunkler Mantel flatterte um ihre Schultern. Und im Vorbeifliegen sahen mich zwei brennende Augen aus einem totenbleichen Antlitz an. Hey, Vorsicht! Weg ist er! Wer das wohl war? In Gedanken darüber versunken, ritt ich weiter. Aber ich hatte nicht lange Zeit zum Denken. Schon fuhr es von rückwärts wieder an mir vorbei. Was soll das? Mir war, als streifte mich der im Sturm flatternde Mantel. Dann sah ich die Erscheinung fern und ferner vor mir. Hey. Etwas zögernd ritt ich hinterdrein. Hey, los! Als ich dann die Stelle erreichte, wo Ross und Reiter gestanden hatten, waren diese verschwunden. Seltsam. Aber etwas anderes sah ich nun, das ich mit Freuden als meine Rettung begrüßte. Dicht vor mir auf halber Höhe des Binnendeiches lag ein Wirtshaus. Hey, hey, los! Einen guten Abend, die Herren. Selbst auch der Herr. Ist hier eine Versammlung? Nein, das sind bloß der Herr Deichgraf und die Bevollmächtigten. Ah, ich verstehe. Ist es erlaubt? Bitte, nehmen Sie nur Platz. Danke. Ich bin der Deichgraf. Ah, angenehm. Mein Name ist... Ein Glas Punsch zum Aufwärmen? Ach ja, gerne. Sie sehen aus, als ob Sie eins vertragen können. Oh, stimmt. Es ist ein böses Wetter draußen. Ich fürchte, mit den Deichen werden Sie heute Nacht noch Ihre liebe Not haben. Das bleibt abzuwarten. Wir hier an der Ostseite glauben, jetzt außer Gefahr zu sein. Nur drüben an der anderen Seite ist's nicht sicher. Die Deiche sind dort meist noch nach altem Muster gebaut. Tja. Bitte. Oh. Wohl bekommst du, Herr. Danke. Oh, das tut gut. Das kann ich mir vorstellen. Und wärmt die Finger. Es wundert mich, dass Sie so ruhig sind, obwohl doch da draußen die Welt unterzugehen scheint. Ich habe ständig Bericht erstatten. Den Schimmelreiter zum Beispiel, nicht wahr? Den Schimmelreiter? Ja. Was? Was ist denn? Warum sehen Sie mich alle so an? Sie haben ihn gesehen? Ja. Er hätte mich und meine Stute fast umgeritten mit seinem wilden Hengst. Aus welcher Richtung kam er? Das erste Mal von dort.
Und dann noch einmal aus der entgegengesetzten Richtung. Ihr braucht nicht zu erschrecken, Leute. Das ist nicht bloß für uns. Anno 1817 hat sein Erscheinen auch denen drüben gegolten. Mögen Sie auf alles gefasst sein. Verzeihen Sie, aber was hat es denn auf sich mit diesem Schimmelreiter? Dort drüben, das ist unser Schulmeister. Er wird Ihnen von uns allen hier am besten antworten können. Ja, danke. Verzeihen Sie, bitte. Ja? Bitte erzählen Sie mir, was es mit dem wilden Reiter für eine Bewandtnis hat, Schulmeister. Ja, das will ich gerne tun. Nehmen Sie nur hier bei mir am Feuerplatz. Es ist viel Aberglaube dazwischen. Und eine Kunst ist, ohne diesen zu erzählen. Sie dürfen mir durchaus zutrauen, dass ich selbst die Spreu vom Weizen trennen werde. Nun also. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts gab es hier einen Deichgrafen, der von Deich- und Sielsachen weit mehr verstand, als Bauern und Hofbesitzer sonst zu verstehen pflegen. Aber davon, was die studierten Fachleute darüber niedergeschrieben, hatte er wenig gelesen. Sein Wissen hatte er sich, wenn auch von Kindesbeinen an, nur selber ausgesonnen. Sie haben wohl schon gehört, Herr, die Friesen rechnen gut. Ein Stück von solch einem Manne war auch der Vater des nachherigen Deichgrafen gewesen. Er hatte ein paar Fennen, wo er Raps und Bohnen anbaute und besaß auch eine Kuh. Im Herbst und Frühjahr verlegte er sich auch aufs Land vermessen und saß im Winter, wenn der Nordwest von draußen an seinen Läden rüttelte, in seiner Stube. Der Junge hockte meist dabei und sah über seine Fibel oder Bibel weg dem Vater zu, wie er maß und berechnete und grub sich mit der Hand in seinen blonden Haaren. Und eines Abends frug er den Alten, warum denn das, was er eben hingeschrieben hatte, gerade so sein müsse und nicht anders sein könne, und stellte dann eine eigene Meinung darüber auf. Aber der Vater, der darauf nicht zu antworten wusste, schüttelte bloß den Kopf. Tja, das kann ich dir nicht sagen, Hauke. Aber warum um alles in der Welt ist denn... Genug. Es ist so. Und du selber irrst dich. Willst du mehr wissen, so suche morgen aus der Kiste, die auf unserem Boden steht, ein Buch. Aha. Das wird's dir sagen. Einer, der Euklid hieß, hat's geschrieben. Der Junge war tags darauf zum Boden gelaufen und hatte auch bald das Buch gefunden. Denn viele Bücher gab es nicht in dem Hause. Der Vater lachte, als er es vor ihm auf den Tisch legte. Es war ein holländischer Euklid. Und holländisch, wenngleich es doch dem deutschen Recht verwandt war, verstanden alle beide nicht. Das Buch ist noch von meinem Vater. Der konnte holländisch. Ist denn kein deutscher Euklid da? Nein. Darf ich es trotzdem behalten? Von mir aus. Auch das hier? Was ist das? Eine holländische Grammatik. Was willst du denn damit? Den Euklid übersetzen. Wenn es dir Spaß macht. Danke, Vater. Und da der Winter noch lange nicht vorüber war, so hatte das zweite Buch, als endlich die Stachelbeeren in ihrem Garten wieder blühten, dem Jungen schon so weit geholfen, dass er den Euklid fast überall verstand. Als der Alte sah, dass sein Junge weder für Kühe noch Schafe Sinn hatte und kaum gewahrte, wenn die Bohnen blühten, was doch die Freude von jedem Marschmann ist, so schickte er ihn an den Deich, wo er mit anderen Arbeitern von Ostern bis Martini Erde karren musste.